Hallo Lieben, es ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, manchmal auch mit Themen darüber hinaus, Diplompsychologe und mich fasziniert ja auch dieses Thema Bibi und Julian und wir schauen mal bei der lieben Alicia Joe rein. Grüße gehen raus. Jetzt, wo schon fast alles gesagt ist, fast alle alles gehört haben und ich mit meiner etwas anderen Meinung zu dem Thema vielleicht nicht sofort von 20.000 Promiflash-Artikeln in den Hintergrund gestellt werde. Denn ich muss leider sagen, dass mir das Privatleben von Bibi und Julian so egal ist, wie wenn in China ein Sack Mais umfällt oder in den USA ein Sack Reis. Ja, mir ist ja nicht egal. So als Paartherapeut finde ich das natürlich super spannend, dass Beziehungen auch von reichen Leuten, wo man so denkt, die sind auch so optimal glücklich, auseinandergehen, ne? Ich meine, aber das, es gibt eben immer so Sollbruchstellen, biografische auch. Eine ist eben für Frauen Anfang 30 und dann, ja, ich finde, ich recherchiere ja auch gerade für mein nächstes Buch so stammesgeschichtliche Fakten und als Menschen haben wir eben zwei Reproduktionsstrategien, ne? Eine Beziehungsreproduktionsstrategie und eine Fremdgehe. Ich weiß nicht, ob die fremdgegangen ist. Strategie und plus wir haben für Menschen, die im reproduktionsfähigen Alter sind, haben wir häufig so eine 4-5 Jahre Geschichte, dass dann gerne mal Beziehungen einfach auseinandergehen, ne? Und man nach was Neuem guckt irgendwie. Und gut, die waren jetzt ein bisschen länger zusammen, sicherlich. Wie schwer es ist heutzutage, man ist das überhaupt ein Ziel, sollte man das haben, ganz langfristige Beziehungen zu führen, aber reichen und berühmten Menschen scheint es ganz besonders nicht zu gelingen. Ne? Keine Stereotypen, Klischees zu bedienen. Was ich aber an dem Trennungsfall so brisant finde, ist, welche Abgründe er in Bezug auf unsere Gesellschaft zum Vorschein bringt. Und damit meine ich nicht die Fans, die sich auf Instagram und TikTok von Bibi und Julian Statements zu der Sache wünschen. Ich finde das entgegen der Meinung einiger anderer Influencer und Meinungsblogger sogar fast legitim. Ich finde es absolut legitim, habe ich auch schon gesagt. Ey, die vermarkten ihre ganze fucking Beziehung von vorne nach hinten, stellen sich als die Superbeziehung dar und gehen dann plötzlich auseinander und dann gibt es kein Statement darüber. Das geht gar nicht. Aber die Leute, Fans machen ja alles mit. Das ist ja so ein Problem. Du kannst ja, wenn du erstmal so ein riesen Following hast, du kannst das quasi gar nicht mehr enttäuschen, weil selbst wenn du Skandale hast, das zieht wieder neue Leute an und du kannst eigentlich machen, das sieht man ja auch bei anderen Influencern, die einfach einen Skandal nach dem anderen produzieren und es passiert nichts. Also ganz im Gegenteil, die Accounts wachsen teilweise noch viel schneller und schon krass, ey. Dass Fans Bibi und Julian in diesem Fall eine Auszeit gönnen müssen. Ich weiß, dass das eine sehr steile These ist, aber ich werde die später noch erläutern. Vorher möchte ich euch erklären, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, doch noch ein Video zu diesem Thema zu machen, obwohl ich ja eigentlich nicht der typische Drama- oder Gossip-Kanal hier auf YouTube bin. Es ereilte sich, dass ich eines Nachmittags auf TikTok unterwegs war. Ja, ich hänge da manchmal ab. TikTok. Und mir eines dieser 1000 Videos angezeigt wurde, wo Bibi mit ihrem neuen Freund zu sehen war. Und ein sehr oft gelikter Kommentar darunter lautete in etwa: Wow, voll krass, dass Bibi nach so einer langen Beziehung direkt mit jemand Neuem zusammen ist. Hätte sie nie so skrupellos eingeschätzt. Ja, ich glaube, die Alicia hat jetzt nochmal einen anderen Spin, aber ich kann das verstehen, diesen Kommentar, weil sie kommt wirklich erschreckend kalt rüber. Also ich meine, sie hat Kinder mit dem, sie haben lange Beziehung, sie haben ihre Beziehung von vorn bis hinten ausgeschlachtet und dann ist sie völlig, wirkt sie völlig emotional unbeeindruckt davon, haut einen Werbekack nach dem nächsten raus, wirkt eiskalt. Das ist schon gruselig, ne? Und da fragt man sich, also das finde ich persönlich als Paartherapeut auch super spannend, was ist da eigentlich vorher passiert, weil das kommt ja nicht von heute auf morgen, ne? Was ist da vorgefallen oder haben die wirklich so dermaßen geschauspielert, dass man diesen Switch gar nicht gesehen hat, aber ja, sie wirkt skrupellos, es ist so. Jetzt mal ganz
Abgesehen davon, was in dieser Beziehung passiert, ist mir auch vollkommen egal. Aber Bianca Klaassen hat seit Monaten einen XXL-Deal mit Shein, der wahrscheinlich schädlichsten Modemarke unseres Planeten, was die Umwelt, aber auch die Bedingungen der Arbeiter betrifft. Bianca Klaassen macht Werbung für ein Zahnbleaching-Produkt. Ich weiß, wenn man so viel Geld verdient, frage ich mich immer, warum muss man noch diese völlig fragwürdigen Sachen mitnehmen? Ich verstehe es echt nicht. Schon seit Jahren in der Kritik steht, weil es überteuertes Dropshipping ist, das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mal funktioniert und eventuell sogar langfristig die Zähne schädigt. Bianca Klaassen macht Werbung für absolut fragwürdige Schlankmachtees, verkauft Fake-AirPods von super dubiosen Seiten an ihre Community, Geld aus der Tasche zu ziehen und verdient mit all dem seit Jahren Millionen von Euros, die sie übrigens auch nicht scheu ist, für Dubai-Urlaube auszugeben und gleichzeitig noch Werbung für Hotels dort zu machen. Leute, warum fährt man nach Dubai? Kann mir das mal jemand erklären? Das ist doch irgendwie wirklich absolut, ich kann es nicht begreifen, einfach so ein Koloss in der Wüste, wo die ganze Natur, Meeresnatur da gestört wird und ich weiß nicht was, Abfallberge. Ich finde es Deutschland so viel geiler. Ich verstehe es nicht. Ein Land, in dem moderne Sklaverei an der Tagesordnung steht. Und euch fällt jetzt auf, dass diese Frau eventuell skrupellos ist? Bianca Klaassen ist meiner Ansicht nach eine der gewissenlosesten Influencerinnen der westlichen Hemisphäre. Und ihr findet sie jetzt unsympathisch? Weil sie sich von ihr... Ja, finde ich sehr mutig, dass sie das so sagt. Und sie ist echt on point, muss man einfach sagen. Wann trennt und einen neuen hat. Und da ist mir aufgefallen, oh Mann, in unserer Gesellschaft läuft so einiges falsch. Übrigens, das Gleiche mag auch für ihren Typen gelten. Ich habe nur von dem, ehrlich gesagt, in den letzten Monaten und Jahren kaum was öffentlich mitbekommen. Man sieht es... Ihr Typ hat gerade ein riesen Gewinnspiel gemacht, die ja auch je nachdem, also die Gewinnspiele funktionieren immer so, ja, es werden alle möglichen Sachen verlost und du musst irgendwie diesen 10 Leuten folgen und diese 10 Leute, ich weiß jetzt nicht, wer das da war, sind halt häufig auch problematischer Content. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, nicht genau, wer da jetzt in diesem Fall dabei war, aber Gewinnspiel ist einfach auch krass fragwürdig, also so wie diese Gewinnspiele laufen. Ne? Bibi nur auch jetzt sehr extrem, weil sie seit ihrer Trennung exzessiv Werbung für Trendyol macht. Das ist ein Fast-Fashion-Konzern, der Shein quasi in nichts nachsteht. Der Pre-Summer-Sale bei Trendyol ist noch bis einschließlich Sonntag gültig, deswegen schaut unbedingt vorbei. Aktuell ist ja der große Ich finde das so schlimm, diesen Content. Ich weiß auch nicht, das ist so unpersönlich, kalt, also, dass das überhaupt funktioniert und auch, wie sie da jetzt nach dieser Trennung, das macht sie halt auch so, wirkt halt auch so kalt, wie sie ihre neuen Titties da immer reinhält, ja, hier und ha, und hier und alles ist wirklich so krass. Ich meine, gut, es gehört auch zum menschlichen Dasein offensichtlich dazu, aber ich weiß auch nicht, wann hört dieses Oberflächliche mal auf, ey, das ist einfach schrecklich, ey. Marcel bei Trendyol und mit dem neuen Code May55 könnt ihr sogar aktuell 55% auf alles sparen. Gönnt euch auf jeden Fall noch die 55% auf alles, egal ob App oder Website. Und auch hier möchte ich euch gerne mal die Augen öffnen. Also ich habe das Gefühl, da muss man wirklich mal hier jemand von außen kommen und den ganzen Leuten den Sand aus den Augen reiben. Ja, vor allem, die hatte ja früher auch mal wirklich eigene Produkte, das ist ja noch so eine eigene Leistung, sag ich mal, also in Anführungsstrichen, ich glaube so Duschsachen und wie gesagt, ja, es gehört zur Welt dazu, dass man Placements macht und so, aber wenn es wirklich nichts anderes mehr kommt und außer, aber gut, ich meine, solange es, da müssen wir uns alle als Zuschauer selber in die Nase fassen, wenn es keiner gucken würde, wird es auch nicht funktionieren und insofern spiegeln diese Influencer unsere Gesellschaft wieder, so unangenehm das auch ist. Ne? Also wenn wir sagen, wir finden das scheiße, müssen wir uns fragen, warum gucken wir das alle? Ne? Also offensichtlich gucken es ja viele und ist, wie es ist. Ne?
aus Insiderkreisen und auch, weil ich selbst sehr lange im Social Media Marketing gearbeitet habe für diverse Konzerne und auch von vergleichbar großen Influencern, von denen ich die Insights kenne, dass so eine Bibi im Schnitt 800.000 bis 1 Million Views auf ihre Story haben sollte. Also so viele konnten, die sich diese Stories angucken. Und da kann man für eine Werbestory mit 3 bis 4 Slides gut und gern mal 40.000 bis 50.000 Euro verlangen. Und dadurch, dass sie sich frisch getrennt hat, werden die Storyviews, und das ist auch nur eine Vermutung meinerseits, aber auch aus Erfahrung im Social-Media-Business, auf jeden Fall steigen. Ich würde sagen, sie könnten sich sogar verdoppeln oder verdreifachen. Und dementsprechend wird sie mit dieser Trendyol-Werbung in den letzten Tagen sicherlich 200.000, 300.000, 400.000 Euro verdient haben. Wahnsinn. Wenn das nicht so sein sollte, dann ist sie einfach nur sehr schlecht im Verhandeln oder hat eben katastrophale Insights, was ich mir nicht vorstellen könnte. Also wenn wir jetzt mal von durchschnittlichen Zahlen ausgehen. Und daher ist es auch kein Wunder, dass sie sich jetzt mit Statements und so weiter zurückhält, das alles noch so ein bisschen geheim hält, weil jeder Tag bis dahin quasi bares Geld ist. Das erstmal dazu. Das war ja, ist eine gute Erklärung. Die Einleitung. Und jetzt kommen wir zu den 3 gesellschaftlichen Problemen in Bezug auf Social Media, auf welche ich... Ja, ich meine aber, dass das Leuten dann immer noch dieser letzte Euro so wichtig ist. Ich meine, das sind... Was ich mal gesehen habe von denen, waren ihre Roomtours. Ich meine, nicht, dass mir das Teil jetzt, also ich fand das, weiß noch, dass das so ein Running Gag war mit den ganzen Einbauschränken, aber auch meine Wohnung, das Haus von denen war auch recht kühl, aber einfach riesengroß mit Pool und jetzt haben sie ja so ein, was übrigens auch immer ein spannender Sollbruchstelle ist in Beziehung, Hausbau, jetzt haben sie ja das Haus in irgendwo in Spanien, glaube ich, wo man einfach denkt, ey, das ist wie aus so einem, weiß ich nicht, auf so einem Spielfilm oder so mit Felsen im Felsenlandschaft im Hintergrund und Wahnsinn. Und wo man so denkt, boah, ey, man hat schon so viel, warum interessieren diese Menschen dann nicht, wie sie rüberkommen oder interessiert sie ihre Community überhaupt nicht? Geht es wirklich nur nochmal um nochmal 100.000 Euro? Ach, das ist irgendwie auch so deprimierend, ey. Diesen Trennungsfall aufmerksam geworden bin und die ich einfach mal in einem Video irgendwie so zusammenfassen und beleuchten möchte. Erstens, Influencer-Illusion wird zu viel Glauben geschenkt. Das ist so ein Punkt, der für meine YouTuber und Influencer-Kollegen wahrscheinlich logisch ist, den viele Zuschauer aber unterschätzen. Der Zuschauer hat das Gefühl, dass er den jeweiligen Influencer sehr gut kennt, denn manch einer sieht seine Influencer öfter als seine eigenen Freunde. Ich meine jetzt abgesehen von der Schule und der Arbeit, manche Freunde sieht man eben nur am Wochenende. Die Klassens sieht man allerdings jeden Tag, wenn man es drauf anlegt. In Bibis Stories, in Julians Stories, in Bibis Videos, in Julians Videos. Man hört sie vielleicht sogar jede Woche 1 Stunde in ihrem Podcast, während man bügelt. Wenn man sich damit viel beschäftigt, weiß man sehr, sehr viel über die beiden und über ihr tolles Leben und ist auch dauerhaft damit konfrontiert. Und hier sind wir auch schon beim Punkt. Über eure Freunde wisst ihr wahrscheinlich auch so einiges. Aber eure Freunde erzählen euch auch viel mehr von den negativen Aspekten. Absolut richtig. Und wobei das gar nicht mal sein müsste, wenn man jetzt zum Beispiel so jemanden sieht wie Montana Black, der ja auch alle Abstürze teilt und könnte auch einen guten Content machen, dem er auch die negativen Seiten erzählt. Ne? Und das ist wirklich schade, finde ich auch. Ist richtig. Lebens. Wenn eure beste Freundin sich mit ihrem Mann streitet, dann kotzt sie sich vielleicht bei euch aus. Bibi macht das sicherlich nicht. Wenn euer guter Freund ein Problem mit dem Finanzamt hat, seine Steuern zu bezahlen, dann heult er vielleicht euch die Ohren voll. Julian macht das sicherlich nicht. Zum einen, weil es der eigenen Marke schaden kann, die negativen Aspekte seines eigenen Lebens auf Social Media zu teilen. Zum anderen, weil man natürlich nicht jede Familienstreitigkeit vor einem Millionenpublikum austragen möchte. Und daher ist dieses öffentliche Leben eher eine perfekte Illusion statt die Realität. Aber das Problem ist, dass viele Konsumenten, weil sie einfach so viel von denen mitbekommen, mehr als von ihren Freunden, denken, das muss die Realität sein. Wenn ich persönlich zum Beispiel einen Vlog gucke von Influencern, dann bin ich mir sehr sicher, ach, die werden sich in diesem Urlaub wahrscheinlich das eine oder andere Mal in die Haare bekommen haben. Gerade wenn man seine Freizeit filmisch begleitet, kann das sehr anstrengend und belastend sein. Wenn man das aber vielleicht nie beruflich gemacht hat, fehlt einem vielleicht das Verständnis dafür. Also merkt euch, dieses super tolle Influencer-Leben, das ist in 100% der Fällen
Ja, also ich glaube, wenn man so bekannt ist, dann ist auch die Frage, wie viele Freunde hat man auch noch. Man ist vielleicht sehr auf sich geworfen. Also das ist, glaube ich, tatsächlich nicht so, wie man sich das vorstellt. So, ja. Nur eine Illusion. Und glaubt nichts, was online steht. Glaubt nicht, dass die das perfekte Leben haben, dass die immer glücklich sind, dass die immer happy sind. Das ist nicht so. Auch wenn ihr meint, dass ihr permanent zu denen Kontakt habt und meint, die Person zu kennen. Man muss wirklich aufpassen, dass man diesen Influencer-Illusionen nicht zu viel Glauben schenkt. Weil das macht einen auch am Ende selbst unglücklich. Und das bringt uns auch indirekt zum gesellschaftlichen Problem Nummer 2, was ich hier sehe. Verschwörungen sind nicht nur bei Boomern. Das ist so krasse. Beliebt. Das war eine Sache, die ich... Oh, ich bin ja ein Boomer, ne? Mit Erschrecken festgestellt. Wieso sind denn Verschwörungen nur bei Boomern beliebt? Habe okay. In den letzten Wochen. Durch Punkt 1, den ich eben beschrieben habe, sehen viele, gerade junge Zuschauer, diese perfekte Illusion als Realität an, weil sie die eben permanent mitbekommen. Und wenn dann so plötzlich und unangekündigt eine Trennung im Raum steht, kollidiert das komplett mit dem eigenen Weltbild. Komplett, weil man denkt ja, das ist die perfekte Familie, ich kenne die ja, ich weiß, wie die sind, zu 100% perfekte Familie. Und dann kommt auf einmal so unangekündigt, ja, die sind jetzt getrennt, die haben einen neuen Blatt. Ja, absolut richtig. Keine Ahnung, wieso Boomer, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber egal. Es ist tatsächlich so, dass ja gerade unser Weltbild in ganz vielen Punkten gerammt wird. Ne? Es gibt Krieg in Europa, wir haben gerade Jahre einer seltsamen Epidemie oder auch nicht, keine Ahnung, wo auch. Und wir stellen einfach fest, glaube ich, dass diese Autoritäten, zu denen vielleicht die Generationen vor uns oder Ältere noch mehr aufgeguckt haben, dass das auch gar keine Autoritäten sind, dass einfach keiner eine fucking Ahnung hat, alle eiern so durch die Gegend, die Regierungen eiern durch die Gegend, weiß ich nicht, Verwaltungen eiern durch die Gegend, viele Sachen klappen nicht, wir haben plötzlich wieder 10% Inflation und das ist, glaube ich, ist tatsächlich so, dann das ist so ein Weltbild ins Wanken gerät und man möchte sich gern, das möchte man nicht gern, weil man dann kann man sich ja nirgendwo festhalten und floatet einfach so durch die Gegend, das mag unser Gehirn überhaupt nicht und dann im Großen wie im Kleinen versuchen wir, unsere Realität festzuhalten. So, ne? Und das ist, man glaubt es ja gar nicht. Sie hat ja eben TikTok angesprochen. Es gibt auf TikTok ja reihenweise so flache Erde-Kanäle. Da denke mal wirklich, ihr habt ja neulich so ein Video gesehen, da haben Leute so eine Gemeinschaft von Flat-Earthlern, wie die heißen, da haben sich einen Kreiselkompass gekauft. Das ist so crazy, wirklich. Für 20.000 Euro. Um dann zu beweisen, die Erde dreht sich nicht und oh Wunder, ja, alle Viertelstunde ist der Kreiselkompass ein Grad weitergegangen. Also was heißt, die Erde dreht sich. Also die Welt ist so verrückt, Leute. Die Welt ist, also das ist wirklich, also ich finde, man muss sich da auch wirklich von fernhalten, sonst dreht man nicht ab, ey. Blablabla, das gibt Chaos im eigenen Kopf, wenn man dieser Illusion vorher geglaubt hat. Und das gibt in so einem Ausmaß bei manchen Chaos im Kopf anscheinend, denn so habe ich es auf TikTok viel gesehen, dass man sich lieber Verschwörungstheorien ausdenkt, anstatt die Wahrheit anzuerkennen. Und ich weiß selber, dass es da so Theorien gab mit einem Podcast, in dem Bibi und Julian wohl ein Experiment angekündigt haben. Aber das wurde ja auch super schnell, fast, ich glaube, an Tag 2 oder so, der Trennung von Julian dementiert. Und es wurde explizit von ihm gesagt, dass die Trennung eben kein Prank, sondern echt ist, weil man damit keine Scherze machen würde und so weiter und so fort. Ja, trotzdem haben sich die Gerüchte und Verschwörungen, so muss man es wirklich nennen, hartnäckig gehalten und es kamen jeden Tag neue dazu. Jeden Tag irgendwelche neuen absurden Theorien, warum die beiden eigentlich nicht getrennt sind. Und ich muss sagen, dass mir persönlich das so ein bisschen Einblicke und vielleicht sogar Verständnis dafür gegeben hat, wie Verschwörungstheorien entstehen und warum so viele Menschen daran glauben. Weil es eben immer irgendwelche Zufälle gibt, die als absichtliche Hinweise gedeutet werden können. Und weil es eben... Ja, ich glaube schon, dass es ein Zeitphänomen ist, eben weil so viel
ins Wanken gerät und was sich keiner hätte vorstellen können. Ich weiß noch, als wie das mit diesen Lockdowns losging, wie mir Leute geschrieben haben, zu Ostern haben wir 3 Tage Dunkelheit, die das britische Königshaus sind alle tot, der Papst ist tot und das Leute, die ich auch teilweise kannte oder du lebst noch 2 Jahre, du musst jetzt Misteltee trinken, du lebst nur noch 2 Monate, du musst jetzt Misteltee trinken und das hat auch so viel kaputt gemacht in der Gesellschaft, weil diese Leute, wie auch immer die dazu kommen, die kommen ja dann nicht, wenn sie festgestellt haben, es war alles kompletter Bullshit, kommen die ja nicht an und sagen, oh, es tut mir leid, dass ich dir so einen Scheiß erzählt habe, sondern das bleibt ja als Irritation dann stehen und hat viele Kontakte unterbrochen. Ja, ich meine, das ist alles menschlich, glaube ich, aber schade. Und was ihr sagt, ist wirklich extrem richtig, dass wir als Menschen, hätte ich früher auch nicht gedacht, da eine sehr große Neigung zu haben, wenn sowieso alles am Shiften ist. Und keine Sache kann verrückt genug sein, dass man sie nicht glaubt irgendwie. Ne? Wenn man bereit ist, alles in Frage zu stellen, dann kann man auch die verrücktesten Sachen glauben. Ne? Viele Menschen gibt, die sich lieber alles für ihr eigenes Weltbild zurechtbiegen, als ihr eigenes Weltbild zu hinterfragen. Mhm. Und sei es nur bei so banalen Sachen wie, man hat diese Influencer als die perfekte Familie angesehen. Und das sollte uns alle so ein bisschen alarmieren. Gut, das ist halt auch Thema in meinem aktuellen Buch, Neue Dimension der Liebe. Das sind diese vierdimensionalen Themen, die wir hier haben. Ne? Auflösung, Bearbeitung, also meiner Ansicht nach Bearbeitung von persönlichen und kollektiven Themen und das ist kein Kindergarten. Ne? Ja, und auch aufmerksam machen dafür, dass wir alle in einer gewissen Art und Weise auch Opfer werden können von Verschwörungstheorien in den Bereichen, wo halt unser Weltbild sehr, sehr festgefahren ist. Mir persönlich ist das zum Beispiel auch bei meinem Kollega-Video vor einigen Wochen aufgefallen. Hier habe ich ja so ein paar Sachen aufgedeckt, die für einige Hardcore-Fans vielleicht auch eher unangenehm waren und nicht in das eigene Weltbild gepasst haben. Und ihr glaubt nicht, wie viele Kommentare es unter diesem Video gab, dass mein Video eventuell von Kollega selbst eingefädelt wurde und eine Promo-Aktion ist vom Überboss, die er mit mir zusammen geplant oder hat. Also Papst. Einfach so komische Theorien, damit die Fans ihr eigenes Weltbild von dem überkrassen Kollega nicht hinterfragen müssen. Jeder von uns ist in gewissen die Welt ist kaputt, Bereichen Leute, vielleicht empfänglich für absurde Theorien. Und wir sollten uns immer wieder hinterfragen und auch lernen. Das Schlimme ist natürlich auch, ich sehe das ja immer in meinem Bereich der Psychologie, ich habe das gesehen in diesem Johnny Depp-Prozess, dass wieder darüber berichtet wurde von großen Medien, ich habe das aber auch schon oft festgestellt, wenn über psychologische Themen berichtet wurden, dass die Artikel häufig so tendenziös, ideologisch, falsch recherchiert. Und wenn man das hochrechnet, wenn man sich dann fragt, ey, sind eigentlich alle Artikel so, womöglich nicht nur zu dem Thema, wo man sich selber auskennt. Also da gerät bei mir auch so Weltbild ins Frage, dass große Medien überhaupt irgendwas Gescheites beitragen zur Meinungsbildung. Und überhaupt viele Zeitungen basieren ja auch eigentlich im Wesentlichen auf negativen Meldungen, Dramameldungen. Und ich finde, wenn du dir jeden Abend 2 Stunden Tagesschau und so anguckst, dann kannst du eigentlich nur ein dauerhaft schlechtes Lebensgefühl haben. So, ne? Und ja, also das finde ich auch zutiefst irritierend und das stellen Leute, glaube ich, fest auch und da fällt halt viel auseinander, aber das ist eben auch ein vierdimensionales Thema, wie ich immer sage, dass wir in unsere Selbstverantwortung kommen müssen und uns nicht mehr sagen lassen sollten, was wir jetzt meinen, was was unsere Wahrheit ist und wirklich so eine Selbstverantwortung dafür übernehmen. Aber natürlich sollte mit einer gesunden Erdung, sage ich mal, ne? Wenn ich jetzt sage, die Erde ist flach, dann stoße ich halt mit der Realität irgendwann mal aufeinander so, ne? Das ist einfach, ich weiß auch nicht, ey. Können wir das mal alles zurückschrauben, 5 Jahre oder so, ey? Oh, das ist alles so krass, ey. Für uns persönlich unangenehme Wahrheiten auszuhalten. Und jetzt kommen wir zum gesellschaftlichen Problem Nummer 3. Was ich hier sehe. Ja, die unangenehme Wahrheit ist, glaube ich, auch, dass keiner irgendwie eine Ahnung hat, wie wir diese Misere hier auflösen in der Menschheit, im Großen wie im Kleinen. Ich meine, Lauf, wir brauchen es nicht unbedingt, weil
weil sozusagen die Intelligenz der Masse vielleicht dann doch manchmal, ich versuche den Optimismus nicht aufzugeben, aber es geht schon viel um Loslassen, ne? Von alten, starren, kollektiven Konzepten, ne? Auf jeden Fall. Das hat weniger mit den vorherigen zu tun und auch weniger mit Zuschauern zu tun, sondern viel mehr mit einer gewissen Influencer-Berufsgruppe. Die Vermarktung des eigenen Lebens als Beruf ist gefährlich. Und hier kommen wir zu meiner anfänglichen Aussage im Intro dieses Videos. Als die Trennung von Bibi und Julian akut war, haben viele Influencer an die Zuschauer appelliert, man solle Bibi und Julian doch bitte in Ruhe lassen, denn am Ende wäre ihre Beziehung Privatsache. Aber... Das ist so lustig, ey. Das ist einfach absurd. Ich muss sagen, nee, das ist sie in diesem Fall leider nicht. Bibi und Julian haben ihre Beziehung jahrelang als einen Hauptcontentpunkt auf ihren Social-Media-Kanälen vermarktet und damit ihr Geld verdient. In fast jedem Video stehen sie gemeinsam vor der Kamera. Dieser Content ist einfach so krass, wenn man schon diese Titel sieht, ich würde nie zensiert oder diese Spiele, die dann immer machen, wie teuer ist die Milch. Und das ist irgendwie so ein spookiger Content, aber nochmal, er wird von Leuten geguckt und wenn es nicht von Leuten geguckt würde, würde es auch nicht produziert werden. Insofern hängen wieder alle drin. Ne? Werden sogar beziehungsinterne Themen. Ich meine, guckt euch das mal an hier. So süß, der Nikolaus war da. 6 Monate nach der Brust-OP. Pool oder Stuhl. Bester Kauf des Jahres. Dieses Video endet, wenn wir einmal um die komplette Insel. Unter unserem Bett. Crazy. Aber was haben wir hier? 500.000 Aufrufe. 500.000, 500.000, 600.000, 900.000. Also wer ist crazy? Also sind, sag ich jetzt mal ganz bewusst, wir Zuschauer. Ich meine, ich habe den Kanal jetzt nicht verfolgt, aber manchmal gucke ich auch Rotzkorte. Sind wir Zuschauer? Ich meine, ich weiß nicht. Ey. Aber ich habe gerade auch wieder so eine Phase, wo manchmal echt denkt, man kann an der Menschheit nur verzweifeln. Ey. Manchmal denkt man echt, naja, egal. Und offen als Entertainment für die Zuschauer aufbereitet. Und ich sage es bewusst nochmal provokativ. Andere Stars haben sowas nicht nötig. Andere Stars halten ihre Beziehung geheim oder im Ja, ich mache hier mal einen Punkt. Guckt euch das gerne bei ihr zu Ende an. Jetzt kommen, glaube ich, Themen, die jetzt aus meiner Sicht jetzt für meinen Kanal nicht so relevant sind. Ja, danke fürs Zuschauen. Sagt gerne eure Meinung. Schaut gerne bei der Alicia Joe vorbei. Ich finde, was ich da immer toll finde, dass sie auch wirklich eine eigene Meinung hat und nicht nur irgendwas, weiß ich nicht, irgendwelche Zeitungsartikel vorliest oder sowas. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.